Sonic World Adventure. Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Sonic World Adventure. Und es funktioniert so gut, es ist nicht zu fassen. Schaut euch das an. So muss ein Sonic-Spiel sein. Oh, und ja Leute, das was ihr hier seht, das ist Roblox. Das ist Roblox, aber es gibt nicht nur das hier in Roblox. Es gibt nämlich inzwischen auch ein neues Sonic-Spiel in Roblox, den Sonic Speed Simulator. Und der wurde auch von Fans gemacht. Ich bin tot. Der wurde auch von ein paar Fans gemacht. Und das Ganze wird dann auch noch von Sega supported. Und den schauen wir uns heute an. Wir haben hier zum Vergleich ein Fanmade-Game, das noch nicht fertig ist. Das schon lange existiert in Roblox. Welches wirklich sehr cool ist. Schaut euch... Nein, diese Steuerung an! Und wir gehen jetzt einmal rüber. So, Sonic Speed Simulator vom A-Team. Was ein ziemlich großes, renommiertes Roblox-Entwicklerstudio ist. Und dieses Spiel wird tatsächlich von Sega supported. Also schauen wir uns mal an, ob es das auch verdient hat. So, Ladescreen... Was ist denn hier los? Warum war da eben... Ah, okay, da ist Sonic. Da war da eben in der T-Pose. Was sollte das denn? Egal, wir drücken auf Start. So, und jetzt sind wir hier und richtig langsam. Also ich mache gerade nicht Zeitlupe. Ich bin wirklich so langsam. Okay, gehen wir mal zu dem kleinen Mann hier. Okay, wir sollen neue Chao entwickeln. Ich kann mich so rollen, okay. Und ja, es ist ein Speed-Simulator. Das heißt, ich muss hier diese Dinger einsammeln. Und wenn ich sie einsammle, dann kriege ich mehr Level da oben. Ich bin jetzt Level 2 und habe jetzt schon 15, 16 Miles per Hour. So, ich sammle weiter ein. Warte, ich möchte das nächste Level erreichen. Please, bitte nächstes Level. Ah, ich bin fast das nächste Level. Ich bin schon fast Level 3. Ich will wissen... Okay, 16 Miles per Hour. Und jetzt bin ich schon bei 19. Ja, okay, es ist sehr langsam. Das finde ich immer blöd bei Simulatoren. Wenn ich ein Sonic-Spiel spiele, dann will ich genauso wie der da richtig schnell abspeeden, weil darum geht es für mich bei Sonic, dass man schnell ist. Und in dem Spiel, das ist ein Simulator, das heißt, man fängt langsam an. Und will ich langsam anfangen? Will ich das? Guckt euch das an. Ich weiß es nicht. Yeah. Also, keine Ahnung. Ich wette, wenn man hier eine Menge Zeit reinsteckt, um zu leveln, dann kann man bestimmt auch richtig schnell sein und das hat bestimmt auch richtig gute Steuerung, weil es ist immerhin von einem sehr großen Entwicklerteam und dann auch noch supported von Sega, also den Machern von Sonic himself. Und die Ringe hier finde ich eigentlich auch sehr schön. Die sehen halt so aus wie in einem klassischen Sonic-Spiel. Komm bitte, lass mich jetzt endlich Level 5 werden. Ich will endlich die 3000 Miles per Hour schaffen. Naja, ich habe schon 59 Ringe. Ein bisschen wonky. Schaffe ich es darüber? Schaffe ich es darüber? Schaffe ich es darüber? Okay. Vielleicht mit ein bisschen Schwung. Okay. Ich schaffe es da nicht rüber. Und ich muss sagen, das ist echt ziemlich ernüchternd gerade. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, weil das Spiel wurde ziemlich krass gehypt. Und ja, vielleicht wird es auch noch ziemlich cool, aber das ist echt... Also langsam sollte die Action mal losgehen. Ich bin jetzt schon Level 5. Und ja, man levelt bestimmt auch schneller. Wenn man schneller ist, kann man schneller Erfahrungspunkte einsammeln, aber... Ja, gehen wir mal in die Green Hill Obby. Oh, ich hab's endlich hochgeschafft, okay. Ja, Mann, Green Hill Obby. Press Jump. Hold Jump, okay. Press Jump. Hold Jump. Hat nichts gebracht, nochmal. Hold Jump, okay. Und... Yeah. Na, immerhin kann ich die Obby trotz meines wirklich langsamen Speeds schaffen. Ich hoffe, ich werde dafür dann auch mit entsprechenden XP belohnt. Weil... Nein! Nein! Okay, Konzentration. Konzentration, Leute. Ich muss es hier hochschaffen. Ich darf nicht mehr runterfallen. Wenn ich runterfalle, muss ich wieder komplett von vorne anfangen, oder was? Guck mal, der ist viel schneller als ich. Und der ist wahrscheinlich auch Wow, den Sprung schafft man gar nicht. Okay, den Sprung schafft man nicht. Ich gehe wieder zurück. Wow. Ja, dann muss ich wohl ein bisschen weiter leveln. Ein bisschen schneller werden. Also ich muss echt sagen, diese Simulator-Spiele, bei denen man halt mit irgendeiner Fähigkeit klein anfängt und dann immer krasser wird, sind nicht wirklich meine Favorite-Spiele. Aber es sind halt scheinbar die Spiele, für die die in Roblox am allerbesten funktionieren. Deswegen gibt es davon auch so viele. Das andere Spiel, das ich am Anfang gezeigt habe, das fand ich da schon cooler, aber es hat genau die Steuerung, die man von einem Sonic-Spiel auch erwartet. Naja. Aber ich muss sagen, die Map hier sieht sehr schön aus. Das sieht halt aus wie so eine Sonic-Welt. Die Textur, es ist sehr schön gebaut hier. Und langsam werde ich auch ein bisschen schneller, werde ich langsam auch hoffentlich ein bisschen mehr Spaß haben. Wenn ich hier unten auf Help klicke, ist The Basics, Running Orbs. Ja, 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 juckt. So, was gibt's denn im Shop? Pet Slots, Unlimited Levels, bla. Boosts, Magnet Boost, Triple Rings, Triple XP, okay. Und Goldringe kann ich mir natürlich auch kaufen. Ja, Als Charakter kann ich Sonic auch freischalten. Den finde ich in Green Hill. Aber ich wette, dafür bin ich noch nicht schnell genug, um überhaupt
dorthin kommen zu können, wo ich ihn herkriege. Rebirth will ich gerade gar nicht. Und das wär's, ja. Na gut. Na gut, dann suchen wir nach dem Sonic-Skin, versuchen ein bisschen schneller zu werden. Und vielleicht fängt das später auch irgendwann mal langsam mal an, Spaß zu machen. Weil momentan habe ich echt keinen Spaß. Das zieht sich ziemlich. Und ich muss sagen, das kriegen andere Simulator-Spiele besser hin, dass die am Anfang immerhin schon mal Spaß machen. Ich schaff's immer noch nicht hoch. Na gut. Yeah, Level 7. Ich schaffe jetzt schon großartige 32 Miles per Hour. Oh, und ich glaube, ich habe da was gesehen. Da oben, das ist die Sonic-Karte. Okay, und an die ranzukommen, muss ich wahrscheinlich in den Looping rein, den ich nicht hochkomme, und dann darauf springen. Ja, viel Erfolg, da muss ich wohl noch eine Weile lang farmen. Wir sehen uns wieder, wenn ich weiter gefarmt habe. Augenblick, da oben steht 1000 XP, den muss ich mir holen. Please, bitte. Ach Mensch, ich will doch nur leveln, Leute. Oh, ich sehe gerade, ich kriege sogar Erfahrungspunkte jetzt einfach nur pro Step kriege ich einen Erfahrungspunkt dazu. Das finde ich schon mal gut. Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt schon seit 5 Minuten hier unterwegs und das erste Mal finde ich wieder Ringe. Jetzt habe ich 151 Ringe und ich brauche 300, um da hinten irgendwie dieses Eck zu öffnen. Aber ich habe schon gemerkt, diese Chaos-Kristalle bringen mir am meisten. Deswegen sammle ich auch die ein für mehr XP. Und da vorne sind noch weitere Ringe. Oh Gott, endlich neue Ringe gefunden. Weil die muss ich echt farmen. Und... na gut, den Sprung schaffe ich immer noch nicht. Aber Leute, langsam schaffe ich 600 zum Purchasen. Kann ich mir nicht leisten. Okay. Aber am Spawn waren es 300 und ich habe gerade mal 175. Ich habe gerade mal 175. Es kostet mich 300. 300 Ringe brauche ich. Aber ihr seht, ich bin jetzt schon Level 14 und krieg jetzt schon so ganze 55 Miles per Hour zu Stande. Das heißt, langsam wird das was. Und diesen kleinen Looping, den könnte ich vielleicht auch schon schaffen. Ich bin inzwischen auch so weit, dass dieses Spin mir tatsächlich Speed gibt. Zwar nur kurz, aber es gibt mir Speed. Oh, da vorne sind Ringe. Und langsam komme ich halt hier mit Geschwindigkeit. Das finde ich gut. So, ich bin jetzt Level 15. Meint ihr, ich schaffe den kleinen Looping jetzt? Ich versuche es. Und... ja! Oh mein Gott, ich habe es endlich geschafft. Mein erster Looping. Oh, mit Level 15 kann man den schaffen. Mit Level 14 habe ich es eben noch nicht geschafft. Meint ihr, ich schaffe jetzt auch diesen Looping hier, den großen? Nee. Okay, den großen schaffe ich nicht. Aber da hinten waren eben noch Ringe. Die muss ich mir holen. Wo sind die? Da vorne. Und ich kann doch jetzt bestimmt... nee, warte, das ist die falsche Obby. Die Green Hill Obby schaffen. Aber wo war die nochmal? Okay, Leute, ich habe gerade eben den Looping da hinten geschafft. Und ich will euch zeigen, dass ich ihn jetzt nochmal schaffe. Deswegen laufe ich die Strecke zurück. Hol mir natürlich die ganzen XP, die ich hier finde. Vielleicht schaffe ich auch noch ein Level-Up, aber ich glaube nicht. Aber ich habe seitdem ich den Looping geschafft habe, ein Level-Up geschafft. Das heißt, diesmal werde ich ihn auf jeden Fall schaffen. Eben war das noch ganz knapp. Und ich will einfach zeigen, ich habe es endlich geschafft. Ich habe ein Looping geschafft. Da vorne, genau den Looping habe ich geschafft. So groß ist der. Ich habe ihn von der anderen Seite gemacht, aber das sollte doch jetzt gehen, oder? Ja, ich bin ein bisschen von Track gekommen, aber ich habe es geschafft. Und ja, Leute, ich muss sagen, wenn man dann endlich ein bisschen mehr Speed hat, dann macht das Spiel auch Spaß. Dann kommt man langsam vom, hier durch. Dann kann man das Spiel spielen. Aber die Anfangszeiten, die sind so... ich habe jetzt 21 Minuten lang das Spiel gespielt. Habe gerade mal 247 Ringe. Und mit 300 Ringen kann man sich das günstigste Ei kaufen, sozusagen. Und ich bin Level 19 und habe jetzt den Speed erreicht, mit dem das Spiel anfängt, Spaß zu machen. Also 20 Minuten spielen, damit das Spiel anfängt, Spaß zu machen, finde ich ziemlich wack. Aber ab jetzt kann man es auf jeden Fall spielen. Und jetzt macht es auch Laune. Jetzt habe ich Lust, weiterzumachen, weil jetzt merke ich auch die Fortschritte, die ich mache. Das Spiel hat halt seine Startschwierigkeiten. Da müssen sich die Macher noch irgendwas einfallen lassen. Aber sonst macht es auf jeden Fall Spaß. Alles, was ich jetzt nur noch will, ist den Sonic-Skin freischalten. So, ich habe hier hochgeschafft und für 2500 kann ich dann die Vending-Maschinen benutzen. Ja, ich klicke mal drauf. Not enough rings. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Meint ihr, ich schaffe den Looping da hinten jetzt? Jetzt bin ich ja Level 19. Wenn ich den jetzt schaffe, das wäre so krass. Ich versuch's, Leute. Nee, ich schaff's nicht. Aber wir sehen da oben, das ist die Sonic-Karte. Und an die müssen wir rankommen. Und ich werde euch noch zeigen, welches Level man erreichen muss, um an die Karte ranzukommen. Und... Level 21! Oh mein Gott, ich habe in letzter Sekunde Level 21 erreicht und das reicht, um diesen Looping zu schaffen. Okay, ihr braucht Level 21 und jetzt versuchen wir es da hochzukommen. Also ich laufe hier lang, bin über Kopf, spring ab und... ah, ich habe den Absprung nicht geschafft. So, und jetzt noch einmal, ich spring ab und... wir versuchen es, Leute. Wir schaffen das schon noch. Anlauf, los sprinten und... na, okay. Vielleicht von der anderen Seite. Ja, vielleicht brauche ich Level 22. Ich mach kurz Level 22 voll. So, wenn ich dort bin, habe ich doch bestimmt Level 22. Probieren wir es aus. Na, jetzt kriege ich keine XP, weil ich die schon alle eingesammelt habe. Oder ist Tails. Aber Leute, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ja, Level 22 schaffe ich, glaube ich, nicht mehr bis zum Looping, oder? Doch, schaffe ich. Okay. Und... aber man kann es schaffen. Wenn man über Kopf ist, muss man es dann nur rüber schaffen. Vielleicht muss ich rüberziehen, statt zu springen. Ich versuch's noch einmal. So, und jetzt mit ordentlich Anlauf. Ich laufe hier rüber.
ziehe nach links und... ich muss auch sagen, diese Luftsteuerung gefällt mir nicht so. Das ist in dem anderen Spiel besser. Da hat man wirklich Kontrolle darüber, wo man hin... also wo man diesen Boost hinmacht. Aber wir versuchen es nochmal. Mein Default Tray levelt 8 zu Level 8. Okay. Wir versuchen einfach mal die Green Hill Obby so lange. Jetzt, wo ich sie wieder gefunden habe. So, auf zur Green Hill Obby und op. Oh, das ist so ein Unterschied. Jetzt kann ich hier richtig durchspeeden. Nein! Ich habe zu viel Speed und zu wenig für den Sprung, als ob. Okay, jetzt ist das wieder eine andere Erfahrung, weil ich ja jetzt ganz anders steuern kann. So, das ist der Sprung, den ich vorhin nicht schaffen konnte. Den schaffe ich jetzt viel zu einfach. In der Luft lenkt man ein bisschen abrupt immer dagegen, aber... okay, hier ist der Tresor. Reward, 500 Ringe habe ich bekommen. Und das kann man alle 6 Stunden bekommen, alles klar. Und mit den 500 Ringen kann ich mir dann endlich zurück zum Spawn... oh, hier sind jetzt auch wieder Ringe, perfekt. So, kann ich mir jetzt endlich... hier mal was gönnen. Oder ich gehe nicht zu der Vending Machine. Ich gehe zu der etwas teureren, weil ich ja jetzt 500 Ringe bekommen habe. Und hol mir für 600 Ringe was aus der Vending Machine. Und es ist... Blue Chow. Okay. Na gut. Gut, dann gehen wir hier unten auf Menü. Dann auf Pets. Und dann rüsten wir den Blue Chow aus. Equip. Und er bringt mir plus 10 XP. Und da ist er jetzt. Und der sorgt dafür, dass ich schneller level. Dann versuchen wir es jetzt gleich nochmal mit Level 23... den Sonic-Skin freizuschalten. So, wir sind Level 23. Wir nehmen Anlauf. Schneller, 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 schneller. Noch schneller, Conny. Los. Und... oh, ganz knapp. Man kann es schaffen. Mit Level 23 kann man es schaffen, auf jeden Fall. Man muss halt nur die Steuerung erstmal raus haben dafür. Los geht's. Noch einmal. So, und jetzt... Anlauf. Rüberziehen. Das war zu früh. Okay, das war zu früh. Und noch ein Versuch. Ich ziehe hoch, ziehe rüber und ich bin drauf, aber zu wenig Speed. Oh, Mist. Na gut, dann versuche ich es halt nochmal mit Level 24. Mit Level 24 sollte ich es doch auf jeden Fall schaffen, oder? Oder, Leute, please? Weil je schneller man ist, desto schneller kann man auch leveln. Level 24 kriege ich jetzt so schnell. Vor allem durch den 10% Boost von dem Chow. Der Homie hier, der wird es niemals schaffen mit der Geschwindigkeit. Aber ich... ah, Mist, ich bin zu früh abgesprungen. Na gut. Oh, hier sind Ringe. Na gut, dann leveln wir noch einmal kurz. So, Level 25. Und jetzt mit 25er Speed werden wir es auf jeden Fall schaffen. So, wir laufen hoch. Wir laufen rüber und ich habe den Absprung nicht geschafft. Die Steuerung, es ist halt so schwer zu kontrollieren, wo man jetzt hinläuft. Weil man kann nicht einfach so sagen, ich springe jetzt ab und dann springt er ab. Ich versuche es mal von der Seite hier. Nee, ich muss es von der anderen Seite machen. Sonst keine Chance. Aber ich versuche es nochmal von der anderen Seite mit Level 26. Dann wird es auf jeden Fall was kommen jetzt. Ja, komm, so kann ich das schaffen. Ich mache Level 27 voll. Komm, Leute. Ich hole mir ein paar Ringe. Ich hole mir ein bisschen Erfahrungspunkte. Weil die Ringe sind dann doch immer an denselben Stellen. Und jetzt kann ich auch endlich diesen 1000 XP-Sprung schaffen. Der mich dann auch voll... oder ich schaffe ihn nicht. Ich meinte, jetzt kann ich auch endlich diesen 1000 XP-Sprung schaffen. Nee, ich kann ihn nicht schaffen. Ha, so schaffe ich ihn. Yeah. Mein Blutschau ist jetzt auch Level 4. Gut. Und mit der Power von Level 27 werde ich diesen Ring nun meistern. Oh, oh, das war so knapp. Ich brauche mehr Skill. Okay, wenn man einfach rüberläuft, dann fängt man an, irgendwie über die Wand zu laufen, was gar keinen Sinn macht. Wisst ihr noch, wie ich von Power von 27 gesprochen habe? Mit der Power von Level 29 werde ich diesen Ring meistern. Ach, komm schon. Please. Lass mich da doch endlich hoch. Oh Gott. Nein. Man kann da reinfallen. Und ja, ich hab's geschafft. Mehr Speed, Leute. Ja, ja, so schafft man das. Einfach so und dann habe ich ihn. Oh yeah, der Double Jump, der holt mich hier rüber. Jetzt grinde ich hier aber auch lang. Jetzt will ich hier lang grinden, dann kriege ich 1750 XP und durch den Ring durch. Und yeah. Okay, ich habe es geschafft im Leben, Leute. Warte, 1500 XP hole ich mir. Bam. Und jetzt habe ich den Sonic Skin. Ich drücke hier unten auf Character, klick auf Sonic, Equip. Und jetzt bin ich Sonic. Yeah. Yeah. Und jetzt kann ich endlich das Sonic-Spiel spielen, wie man es auch spielen soll. Und zwar als Sonic. Und ich bin jetzt auch endlich richtig schnell, Leute. Es hat ja nur 35 Minuten gedauert. Aber endlich bin ich Sonic. Jetzt kann ich hier hoch und kann mir immer noch nichts aus der Vending Machine leisten, weil die kostet immer noch 2500 von den Ringen. Na gut. Aber ich habe 370. Dann kann ich einmal zu der Vending Machine gehen, gucken, was ich hier rausbekomme. Und ich kriege ein Zieren-Chow. Ist der besser? Ist der schlechter? Gucken wir mal nach. Na, kicken wir mal nach, ne? Er ist schlechter, aber auch nur, wenn mein jetziger Chow schon aufgelevelt ist. Und das, finde ich, ist ein cooles System, dass die eigenen Pets mitleveln können. Meine Trail ist jetzt auch schon Level 9 und bringt mir deswegen 20% XP-Bonus. Das ist ja dieses Pokémon-Prinzip, dass das Pokémon, das du hast, levelt mit und dementsprechend musst du die nicht die ganze Zeit austauschen, wie in Pet-Simulator oder wie in Pokémon Go oder wie in jedem anderen Spiel, wo man einfach seine eigentlich ans Herz wachsen sollenden Pets wegschmeißt, wenn man Besseres bekommen hat. So, und jetzt kann ich den Looping auch einmal so machen, wie man ihn machen soll. Und zwar als Sonic einfach durch. Ja, ich gehe hier einfach mal rein. So, wir sind jetzt in dem Looping drin. Und ich würde sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!